Moin und Servus, euer Meier hier. Ich grüße recht herzlich. Heute zum zweiten Teil des Tarkov-Grundkurses. Und zwar sprechen wir heute um die Heilung. Wer in den letzten Tagen vielleicht Dr. Disrespect geschaut hat, der hat ein Riesenproblem gehabt mit der Heilung. Was benutzt er für was? Wie kann er welche Fractures oder Blutungen stoppen? Und das gehen wir heute alles durch. Danach werdet ihr wissen über alle der medizinischen Gegenstände in Escape from Tarkov haben. Also zumindest welche, die man usen kann. Wenn jemand jetzt gleich sagen wird im Kommentar dann nach dem Video, ja, aber Maya, du hast die Stims nicht angesprochen. Da kann ich gleich sagen, die werden im Escape from Tarkov Leistungskurs drankommen. Wir kümmern uns jetzt hier mal nur um die Basics, damit das Spiel einfach mal verstanden wird und damit es gespielt werden kann. Diese tieferen Sachen wie Stims, die besprechen wir dann später bei einem anderen Teil wieder. Sollte euch das Video dann gefallen, lasst bitte ein Abo da und einen Daumen, würde mich riesig freuen. Auch wenn ihr auf Twitch vorbeischaut, Link ist unten in der Videobeschreibung, würde es mich riesig freuen. Wir fangen jetzt direkt an, das ist mit Blutungen. Blutungen können wir mit zwei Items direkt stoppen, die nichts anderes können außer Blutung stoppen. Das ist einmal die Bandage und einmal die Army Bandage. Die zwei unterscheiden sich lediglich darin, dass die Army Bandage zweimal benutzt werden kann. Das ist also die hier. An sich sonst komplett useless. Können nur diese zwei Sachen. Und wenn wir weiter bei der Blutung bleiben, kommen wir jetzt nämlich direkt zu dem Car First Aid Kit. Das Car First Aid Kit hat ebenfalls eine Stop Bloodloss Funktion, also so wie die Bandagen hier. Allerdings, wenn ihr das benutzt, heilt ihr euch gleichzeitig auch noch. Das haben wir hier nämlich beim AI2 nicht. Das AI2 können wir nur sozusagen in Verbindung mit der Bandagen laufen. Das AI2 selber hat aber einen großen Vorteil, und zwar ist die Use-Time nur 2 Sekunden. Das ist die niedrigste Use-Time, die wir bei einem Medic-Item haben, also was Hitpoints wiederherstellt. Deswegen wird das auch noch ganz gerne von High-Leveln gespielt, um sich einfach sehr schnell hochheilen zu können. Aber ansonsten könnt ihr diesen Scheiblettenkäse hier im Grunde vergessen. Denn jetzt kommen wir zu den eigentlichen guten Sachen. Da geht's schon los mit dem Car First Aid Kit. Es hat 220 Hitpoints, das heißt, es kann auch 220 Hitpoints heilen. Ne? Also diese Hitpoints sind auch die, die dann geheilt werden letztendlich am Körper. Und es hat eine Use-Time von 3 Sekunden und für einen Bloodloss verliert es 40 Hitpoints. Das heißt, wenn ihr damit eine Blutung stoppen wollt, muss dieses Car-First-Aid-Kit mindestens noch 40 HP haben. Ansonsten könnt ihr mit dem Car-First-Aid-Kit keine Blutung stoppen. Das werden wir gleich bei allen anderen ebenfalls noch sehen. Beim Saliva sind wir dann schon bei einer Use-Time von 3 Sekunden, brauchen aber nur noch 30 HP vom Saliva selber, um eine Blutung zu stoppen und haben 400 Heilpunkte jeweils auch auf 2 Slots, so wie beim Car-First-Aid-Kit. Das kleine Pendant dazu ist dann das IFAK. Das braucht nur 1 Slot, braucht, um eine Blutung zu stoppen, 30 Hitpoints, hat ebenfalls 3 Sekunden Use-Time. Jetzt kommen wir zum Allrounder der First-Aid-Kit sozusagen. Und zwar haben wir hier das Grizzly. Das Grizzly hat eine Use-Time von 5 Sekunden. Das klingt jetzt schon mal erstmal nach sehr viel. Allerdings heilt das Grizzly zweimal in diesen 5 Sekunden. Also praktisch alle 2,5 Sekunden heilt das Grizzly einmal. Es stoppt ebenfalls Bloodloss, hat aber auch noch die Besonderheit, dass es eben einen Bruch heilt. Jetzt ist natürlich das Grizzly nicht allzu geil zum Mittransportieren. Wir hätten im Alpha-Rig, im TV-Rig, in der AVS, im Blackrock und WT-Rig zum Beispiel, hätten wir Platz für ein 4-Slot-Item. Es nimmt einiges an Platz weg. Ich benutze die Grizzlies persönlich zum Beispiel nur in meiner Stash, um mich einfach ganz gemütlich hochzuheilen, indem ich Rechtsklick, Heal All drücke und dann nach einem Raid sofort wieder hochgeheilt bin. Das Gute daran ist nämlich auch, dass das Grizzly eben, wie gesagt, die Brüche heilt. Und so kann es mir nicht passieren, dass ich mich nach einem Raid heile, dann wieder in den Raid gehe und mit einem gebrochenen Fuß oder sowas dastehe. Ist mir schon öfters passiert, als ich nur Salevas zum Beispiel benutzt habe. Also, die Grizzlies benutze ich zum nach dem Raid heilen. Ansonsten benutze ich im Raid Saleva oder IFAK. Wenn ich noch im mittleren Levelbereich bin, benutze ich auch sehr gerne die Car First Aid Kits. Allerdings sind Salevas aktuell sehr, sehr günstig. Kann ich euch also nur dazu raten. Wir hatten gerade eben das Thema, dass das Grizzly auch Brüche heilt. Und da kommen wir jetzt nämlich auch zu den nächsten Items. Und zwar den Splint und dem passenden Alu-Splint dazu. Der Unterschied zwischen diesen beiden Items ist, der Immobilizing-Splint, also der normale, hat nur einen einzigen Use und er dauert 5 Sekunden. Der Alu-Splint schafft das Ganze in 3 Sekunden und wir können ihn 5-mal benutzen. Wenn man jetzt keinen Splint zur Hand hat und man hat trotzdem ein schwarzes Bein oder ein gebrochenes Bein, dann kann man kaum noch laufen und dafür brauchen wir die Painkiller. Die Painkiller gehen hier unten los. Es ist eine ganze Reihe von Painkillern sozusagen, aus denen wir hier aussuchen können. Wir haben hier einmal die Painkiller, die ganz normalen in Tablettenform, haben eine recht lange Use-Time mit 3 Sekunden, ziehen uns 7 Hydration ab, da müssen wir auch aufpassen, halten allerdings nur knapp 3 Minuten. Können wir aber 4-mal benutzen, also haben wir praktisch 12 Minuten auf
auf einem Painkiller, wie nennt man das? Einer Painkiller-Scheibe, nennen wir es einfach mal so. Jetzt kommen wir zum Morphin. Das ist das Schnellste, das ist sozusagen der In-Combat-Injector, den wir benutzen hauptsächlich, wenn wir dann später High-Level sind und uns das die ganze Sache leisten können. Der gibt uns noch 10 Energy sogar dazu, zieht uns allerdings 10 Hydration ab und hält 380 Sekunden, was ein bisschen was über 6 Minuten sind. Da sind wir dann sehr gut bedient. Wir können das Infight sehr schnell usen, klatscht sich das Ding in den Arm und weiter geht's sofort. Soweit ganz gut. Jetzt kommen wir zum Augmentin. Das Augmentin hält 200 Sekunden, hat eine 5 Sekunden Use-Time, was extrem schlecht ist. Das Item selber kostet, glaube ich, 9000 oder so bei Therapist. Also wenn ihr die Dinger mitnimmt, nicht schlucken, einfach bei Therapist verkaufen. Ansonsten könnt ihr damit eigentlich fast nichts machen, außer vielleicht ein paar Barters. Ist komplett zu vernachlässigen. Den Golden Star kann man sehr gerne mal im Gamma zum Beispiel mitführen. Denn der Golden Star dauert zwar 7 Sekunden, könnt es also, bevor ihr in einen Kampf reinkommt, könnt ihr den usen. Dann seid ihr ganz gut bedient. Der stellt allerdings 4 Energy wieder her. Das ist sehr, sehr geil. Er zieht nämlich auch keine Hydration ab. Deswegen ist das so geil. Das haben wir ja bei den vorherigen Sachen eben nicht gehabt. Also Painkiller und Morphin ziehen beide Hydration ab. Der Golden Star hingegen, der fügt Energy lediglich hinzu. Hält 10 Minuten lang und erhöht noch das Energy Recover und die Hydration Recovery um plus 1. Was auf 5 Sekunden dann jeweils 5 Energy und 5 Hydration nochmal sind auf die 4 Energy obendrauf. Ist sehr beliebt im Gamma, damit man, wenn man mal nichts mehr zu trinken hat oder sowas, nochmal ein paar Minuten durchhält. Aber ansonsten, ja, als Preport vor einem Kampf auf jeden Fall brauchbar. Im Rig oder in den Taschen würde ich ihn jetzt nicht dabei haben, dafür ist er zu teuer. Aber jetzt wisst ihr, was man damit macht. Das gleiche hier bei Ibuprofen, allerdings in der schlechteren Variante, da es 5 Hydration abzieht und es hält 500 Sekunden, also auch wieder ein bisschen was unter 9 Minuten. Ja. Vaseline, ebenfalls das gleiche, zieht 2 Energy ab und 2 Hydration, dauert 6 Sekunden und auch wieder 500 Sekunden Duration. Also mein Go-To wäre wohl der Golden Star Morphin und ja, wenn man knapp bei Kasse ist, auf jeden Fall die Painkiller. Aber Golden Star und Morphin sind so 2 Sachen, die man dabei haben sollte. So, dann kommen wir nämlich dazu, wenn ihr gebleckte Körperteile habt, also wie zum Beispiel euer Arm ist schwarz oder euer Fuß ist schwarz, was könnt ihr damit machen? Da haben wir einmal das CMS und einmal das Survive 12 Field Surgical Kit. Und zwar sieht es da so aus. Das CMS dauert 16 Sekunden lang, bis ihr euch da wieder einen neuen Arm oder neues Bein dran schraubt. Hat 5 Uses und stellt das Bein wieder her mit einem Hitpoint und maximal 45-60% der Ausgangshitpoints, die ihr da repariert habt. 45-60 ist nicht allzu viel, wieder eine Kugel drauf, ist sofort wieder schwarz, aber ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr in der Zeit wenigstens schon mal, ohne die ganze Zeit Schaden zu bekommen habt, wieder rennen könnt und wieder normal aimen, also normal zielen könnt, ohne dass ihr extrem zittert und sowas. Da ist natürlich das Survival Kit um einiges besser. Es dauert zwar 20 Sekunden, hat 15 Uses, aber es stellt 80-90% der Hitpoints wieder her, des Ausgangswertes. Wenn ihr dann zweimal oder dreimal hintereinander einen Arm verliert und den immer wieder reparieren müsst, habt ihr danach immer noch mehr Hitpoints, als wenn ihr einmal mit dem CMS repariert. In den besten Fällen natürlich. Und das Gute am Survival 12 Kit ist, dass es ebenfalls noch Brüche heilt. Solltet ihr jetzt nicht unbedingt den Platz haben, das Survival Kit mitzunehmen, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das CMS mitzunehmen. Und dazu einen Alu-Splint oder einen normalen Splint, je nachdem, wie ihr da lustig seid oder wie ihr meint, wie oft ihr euch was brecht. Ich persönlich habe immer das Survival-Kit dabei, dann habe ich Ibuprofen dabei und dann noch das IFAK. Wieso kein Golden Star? Das Golden Star hat mir persönlich noch nie das Leben gerettet, was Hydration oder Energy anging. Ich verkaufe die Dinger immer, da kriegt man so viel Geld für. Dann nehme ich einfach Ibuprofen mit, das hat 12 Uses und das hält mir eigentlich ewig immer. Und da bin ich persönlich, finde es halt angenehmer. Bin besser bedient, habe mehr Geld rausgezogen, bin happy. Wenn ich jetzt allerdings das Survival Kit 12 nicht dabei hätte, hätte ich wohl das CMS mit dem Alu-Splint dabei. Den Alu-Splint kann man dann leicht raustun, kostet fast nichts, wenn man ein teures Item hat und kann es hier unten wieder reinpacken. So ist das im Grunde. Wie gesagt, das, Inraid wären so die hier meine Go-To-Dinger praktisch, wo ich ganz klar Wert drauf setzen würde. Ich würde nicht drüber gehen, ich würde nicht drunter gehen. Ist super einfach. Das ist der Lever und das IFAG. Ist eine All-in-One-Lösung sozusagen. Zusammen mit dem Morphin kann euch da eigentlich nichts mehr passieren. Das Grizzly habe ich nur in meiner Stash.
Die sind hier oben. Wenn ich aus dem Raid rauskomme, einfach zack, rechtsklick, heal all. Und dann irgendwann, wenn die aufgebraucht sind, kommen wieder neue hin. Auf Shoreline findet man so viele von den Dingern. Das ist also gar kein Problem. Die müsst ihr noch nicht mal kaufen, wenn ihr dazu geizig dazu seid. Soweit, so gut. Das war eigentlich schon alles, was man über Medizin wissen muss, die man im Feld benutzen kann oder im Raid benutzen kann. Ansonsten, wie gesagt, die Stims kommen später in einem Tarkov-Leistungskurs. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und wir sehen uns. Bis dann. Euer Meier. Ciao, ciao.